aufgestanden, könnte man glatt schon wieder ins Bett fallen. Schwere Augenlider, ständiges Gähnen und die damit unweigerlich verbundene schlechte Laune können einem den Start in den Tag ganz schön vermiesen. Mit diesen Tipps wird man schnell munter und die Müdigkeit los. Erster Duschen, ja, aber bitte richtig. Die meisten starten mit Wasser in den Tag, und das oft ziemlich falsch. Eine heiße Dusche am Morgen ist zwar schön, macht aber nicht wirklich wach. Dabei muss man sich aber keineswegs mit Eiswasser abbrausen. Abwechselnd kaltes und warmes Wasser bringen den Kreislauf in Schwung und sorgen für die nötige Frische. Vom Bad geht's munter weiter in die Küche. Zweiter Teil statt Koffein. Nicht umsonst heißt es, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das dachte sich wohl auch Jennifer Garner, 46, als sie vor ein paar Monaten mit ihren Kindern zeltete. Um richtig wach zu werden, greift man statt zu Kaffee aber lieber zu Tee. Grüner Tee enthält Polyphenole, die Ermüdung vorbeugen oder lindern können. Ginseng oder Ginkgo sind Heilpflanzen, die aufgegossen nicht nur einen schmackhaften Tee ergeben, sondern auch anregend auf das Nervensystem wirken und den Kreislauf in Schwung bringen. Dritter genussvoll frühstücken. Wem eine Tasse Tee nicht reicht, der kann zur Müsli-Schale greifen. Denn Getreide ist ein ausgezeichneter Treibstofflieferant. Gerade Haferflocken sorgen mit Ballaststoffen, Vitamin B1, Eiweiß und Kohlenhydraten für die nötige Power. Zusammen mit Joghurt und Früchten macht der Mix richtig munter. Kleiner Tipp, eine Handvoll Walnüsse im Müsli sorgt für eine bessere Durchblutung, einen schnelleren Sauerstofftransport und weniger Müdigkeit. Vierter Wassermarsch. Gerade im Sommer kann man es nicht oft genug sagen. Viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist ein Muss. Dabei gilt, nimm, was du kriegen kannst. Tee, Brühe, Smoothies, Fruchtschollen, aber auch Tomaten und Wassermelonen sind gesunde Wasserlieferanten, die für einen ausgeglichenen Elektrolythaushalt sorgen. Denn wer nicht genug trinkt, dehydriert und leidet dann an lang anhaltender Müdigkeit. Fünfter, zwei Räder sind besser als vier.